eines der Unternehmen, das ich dieses Jahr auf der Cloud Service on Tour Roadshow beteiligte und präsentierte, war die Firma Claranet. Und bei mir hier ist der Herr Fischer, Geschäftsführer von der Claranet in Deutschland. Hallo, Herr Fischer. Hallo. Meine erste Frage, Sie adressieren mit Ihren Cloud Services ja auch den deutschen Mittelstand. Wo sehen Sie derzeit die Anforderungen des Mittelstandes, die Sie mit Cloud Services abdecken können? Wir haben da natürlich viele Überlegungen vorher gemacht, bevor wir unser Cloud-Service gelauncht haben, aber wir haben insbesondere auch IT-Verantwortliche gefragt, und zwar in mehreren verschiedenartigen Umfragen, und haben letztendlich vier Themen herauskondensieren können, die natürlich vom höchsten Interesse für die Einführung von Cloud-Services sind. Und die sind keine Überraschung, würde ich sagen. Das eine ist natürlich, es dreht sich um Sicherheit, das ist kein Thema. Lokalität, wo sind die Daten gehostet? Wie kriege ich das in mein Unternehmen integriert, in mein Netzwerk, in mein Rechenzentrum, aber auch in meine IT-Policies? Und welche Wetten schließe ich denn ab, wenn ich zu einem Cloud-Provider gehe? Wenn ich da reinkomme, komme ich dann auch wieder raus? Das ist das die Frage. Und es gibt verschiedenste Technologien, Hypervisor. Welchen soll ich denn wählen? Welcher ist denn der richtige? Da höre ich ja dauernd was anderes. Und das sind wichtige Fragen, die wir adressiert haben, indem wir sagen, wir haben Enterprise-Class Cloud-Services, die sicherlich sowohl von der Betriebssicherheit als auch von der Informationssicherheit, also Bundesdatenschutzgesetz als Stichwort oder Informationssicherheit nach ISO 27001, zertifiziert sind und auch entsprechend designed sind. Wir haben als europäischer Provider haben 6 Knoten in Europa, 6 Cloud-Knoten, aber wenn der Kunde sich entschließt, die Cloud-Knoten durch das Portal nach Deutschland zu legen und seine Applikation oder eben nach Frankreich oder teilweise nach England, wo auch immer er sich entschließt, dort bleiben die Daten. Wir sind also kein amerikanisches Unternehmen mit dem Patriot Act, sondern ein deutsches Unternehmen, und wir garantieren dem Kunden, dass seine Applikation und Daten dort laufen, wo er sie laufen lassen möchte. Und dementsprechend unterliegt er auch diesem Rechtsrahmen dort, dem Bundesdatenschutzgesetz oder anderen Compliance-Anforderungen. Und da kann er sicher sein. Integration ist das weitere Thema. Und wir sagen, Cloud ohne Netz funktioniert eigentlich nicht für Enterprise-IT. Und dementsprechend ist unser Cloud-Service so designed, dass man den sehr, sehr einfach, also wirklich durch das Portal auch in das MPLS-Netzwerk, das von der MPLS-Netzwerk oder auch in andere VPNs integrieren kann. Das ist also, als wenn es im eigenen Rechenzentrum steht aus Sicht des IT-Managers, und durch eine moderne Template-Bibliothek, wo er seine eigenen Templates verwalten kann, also Server-Templates, Windows 2008, den und den Service-Patch, da kann er seine eigenen IT-Policies hinterlegen, und wenn dann jemand einen Server anschalten möchte, so hochfahren möchte, dann ist seine IT-Policy dann gewährleistet. Und ansonsten ist die Funktionalität unseres Cloud-Dienstes unabhängig vom unterliegenden Hypervisor. Wir setzen zwar auf Enterprise-Grade-Infrastrukturen, also in diesem Falle VMware, aber das könnte genauso gut Xen oder Hyper-V sein. Das ist kein Thema, weil die Funktionalität unseres Cloud-Services ist unabhängig davon, die Hochverfügbarkeit und diese Themen. Und darüber hinaus garantieren wir dann auch durch vertragliche Möglichkeit natürlich, aber auch durch technologische, durch Migrate-In, Migrate-Out-Option, dass der Kunde jederzeit seine Daten, seine Applikationen wiederbekommt. Wir wollen ihn nur durch Service binden, nicht durch Technik. Sie sprachen schon ganz kurz an, Sie stellten auch in Ihrem Vortrag ja vor das Konzept der sogenannten Managed Cloud. Können Sie das noch mal ein bisschen erläutern, gerade im Vergleich oder in Abgrenzung zu den ja sehr häufig diskutierten Themen Public Cloud, Private Cloud? Ja, gerne. Es ist natürlich so, wir sind nicht der Erste, der Cloud-Services jetzt entwickelt hat. Auch wirklich ein Cloud-Service mit den Cloud gehen nach NIST. Die Amazon Cloud ist ein moderner IaaS-Service. Aber da sind genau diese Themen, die wir gerade geschildert haben, nicht adressiert worden. Das ist zwar technisch sehr schick, genauso schick wie unser Service, aber das ist, man weiß nicht, wo seine Daten liegen. Das ist einfach wirklich eine Public Cloud. Ohne, mit SLAs auf die Technologie, aber keine Business-SLAs, kein 7x24-Stunden-Support, nichts dahinter. Und wenn ein Kunde mehr möchte als nur Rechenpower, dann hat er da durchaus Schwierigkeiten. Er wird da keine Beratung finden in dieser Public Cloud. Wir haben auch mit Analysten darüber gesprochen, und die haben uns bestärkt in dem Gedanken, dass wir das Thema als Managed Cloud designen. Das heißt, wir haben natürlich die technologische Infrastructure as a Service, das kann man als Public Cloud, aber auch als Private Cloud bauen. Private Cloud heißt in diesem Falle lediglich, dass da dedizierte Computing-Hardware oder Storage-Hardware für den Kunden bereitgestellt wird. Logisch ist das so und so immer getrennt, das Virtual Data Center. Jedoch ist es wirklich so, dass das dann eben mit entsprechenden SLAs behaftet ist, die der Kunde, ein Geschäftskunde, ein
gestandener IT-Manager auch benötigt. Und darüber hinaus, wenn er dann die Firewall gemanagt haben will oder den Load Balancer nicht selbst betreiben will, sondern nur die Computing Power oder bis hin zur ganzen Applikationsumgebung, dann ist er bei uns in den richtigen Händen. Er kann das entscheiden, was er selbst betreibt und was wir für ihn betreiben sollen. Also er hat den ganzen Management-Layer bis hin zum Application-Betrieb mit den entsprechenden Service-Levels. Nun haben Sie auch im Rahmen Ihres Vortrags eine kurze Live-Demo von Ihrem Virtual Data Center gezeigt und war ja doch beeindruckend, wie schnell es da gelingt, einzelne Komponenten ja eben aufzuschalten und aber auch wieder abzuschalten. Wo sehen Sie denn die spezifischen Anwendungsszenarien heute in deutschen Unternehmen, wo sich speziell so ein Angebot wie die Claranet Virtual Data Center besonders gut passt? Ja, eigentlich passt sie an vielen Stellen, aber man muss ja auch die Psychologie berücksichtigen und auch das, was ein IT-Manager wirklich als tägliche Herausforderung hat. Das ist ganz wichtig. Also wir haben da wiederum auch mit Analysten gesprochen, aus unseren Erfahrungen, mit unseren Kundenanalysten. Und es geht tatsächlich, was keine Überraschung ist, wieder um kundenzentrische Anwendung. Also je näher zum Kunden, desto eher Cloud geeignet derzeit. Ich meine, Prognose ist, das wird sich ändern, da wird auch Big Data in die Cloud wandern. Aber kundenzentrische Anwendung, das sind Webportale, Intranetportale. Aber man kann sich auch vorstellen, IT-Manager haben ja heute mit Schatten-IT zu kämpfen. Ja? Also wenn die nicht schnell genug irgendwas bereitstellen, dann zieht man eben bei Amazon die Karte durch und hat dann einen Server, unabhängig von den IT-Policies. Oder ich möchte was speichern, da ist, glaube ich, auch der Horror für jeden IT-Manager eine Dropbox-Lösung. Und genau solche Lösungen, die können bei uns in der Cloud sicher, compliant, genauso flexibel mit all diesen gehen, aber eben unter Berücksichtigung der vier Kriterien, die ich am Anfang genannt habe, bereitgestellt werden. Also kundenzentrische Lösung, Eindämmung von Schatten-IT und da gibt es viele, viele Beispiele. Ja, dann wünschen wir weiter viel Erfolg bei allen Ihren Aktivitäten in der Wolke und herzlichen Dank fürs Gespräch. Ja, wunderbar. Ich danke mich auch.